Westermeier, CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute die Änderung des Agrarmarktstrukturgesetzes. Ich möchte gleich zu Anfang deutlich machen, dass das vorliegende Gesetz einen wichtigen Baustein für den Einstieg in die Milchwirtschaft, in die Marktwirtschaft für die Milcherzeuger in Deutschland und Europa leistet. Wenn sich der Erzeugerpreis dauerhaft bei unter 30 Cent einpendelt, ist die Zukunft der Milcherzeuger massiv bedroht. Und es gibt auch gute Beispiele, wie zum Beispiel im Berchtesgadener Land, wo 34 Cent bezahlt werden, oder jetzt bei uns in Dormira, wo jetzt Verträge gemacht worden sind mit 32,5 Cent, über 100.000 Tonnen für ein Jahr. Da komme ich aber nachher noch dazu. Bestimmte Molkereien zahlen teilweise nur noch einen Preis von unter 20 Cent, vor allem in Norddeutschland. Schon im letzten Jahr mussten rund 3.200 Milchviehbetriebe in Deutschland aufgeben. Angesichts dieser aktuellen Situation auf dem Markt braucht die Milchwirtschaft mit ihren noch 74.000 Betrieben in der Bundesrepublik zweierlei. Zum einen benötigen wir Sofortmaßnahmen. Damit hat Minister Schmidt am Montag beim Milchgipfel diese vorgestellt. Vor allem die steuerlichen Möglichkeiten zur Gewinnglättung ab 2014 sind sehr sinnvoll. Hervorheben möchte ich aber auch den gestiegenen Zuschuss zur Unfallversicherung und die vorgeschlagenen Bürgschaften. Aus meiner Sicht muss die Erteilung von Bürgschaften aber auch an Bedingungen geknüpft werden. Das sind wichtige Elemente, um die aktuelle Krise zu überbrücken. Die Brücke allein reicht aber nicht aus. Am Ende der Brücke muss es eine Perspektive geben. Diese Perspektive muss langfristig und nachhaltig sein. Deshalb halte ich auch ausdrücklich nichts von einer Rückkehr zu einer staatlichen verordneten Quote. Diese hat in den über 30 Jahren ihres Bestehens nicht für einen nachhaltigen Markt gesorgt. Vielmehr gab es den jetzt ausgiebig besprochenen Strukturwandel doch auch schon zur Zeit der Milchquote. Über 380.000 Betriebe waren es 1983, wo man es eingeführt hat. Jetzt haben wir noch 74.000. Ein einfaches Zurück zum vorigen System darf es deshalb nicht geben. Als Milchviehhalter, der schon viel für Quotenrechte gezahlt hat, weiß ich, wovon ich rede. Wir müssen stattdessen die Erzeuger stärken. Das beinhaltet für mich zunächst und grundlegend eine Veränderung der Stellung der Erzeuger am Markt. Wir müssen weg vom bloßen Anliefern und hin zu einem Verkaufen der Milch. Erfolgreiches Wirtschaften bemisst sich nämlich nicht allein danach, volle Tankwagen vom Hof fahren zu lassen. Vielmehr muss der Einstieg in einen bedarfsangepassten Verkauf erfolgen. Hier ist die Branche gefragt. Sie muss tragfähige Konzepte für die Ausgestaltung der Vertragsbeziehungen liefern. Diese sind aus meiner Sicht der Schlüssel für eine nachhaltige Aufwertung der Stellung der Erzeuger. Verträge über den Preis, die Laufzeit und die Menge sind die Grundlage für eine erfolgreiche Marktbeteiligung. In diesem Zusammenhang brauchen wir auch eine starke, anerkannte Branchenorganisation. Wir als Politik können nur das Spielfeld aufbauen und regeln. Spielen müssen die Akteure selber. Im Kartellrecht ermöglichen wir jetzt schon und weiter verstärkt durch den vorliegenden Gesetzentwurf den Erzeugern eine Bündelung. Der gebündelten Marktmacht auf der Seite des Handels muss jetzt endlich etwas entgegengesetzt werden. Die einseitige Verteilung des Preisrisikos zu Lasten der Erzeuger darf nicht so einfach so weitergehen. Im jetzigen System werden falsche Anreize gesetzt. Beispiel Milchgeld. Ein Teil des Problems ist es doch, dass der Lebensmitteleinzelhandel und die Molkereien überhaupt kein Risiko tragen. Die Molkereien setzen die Milch ab, ziehen ihre Produktionskosten und ihre Gewinne ab und der Rest verbleibt dann beim Erzeuger. Das ist nicht sach- und interessengerecht. Vielmehr muss jeder Teil der Wertschöpfungskette auch am Ertrag beteiligt sein. Abschließend möchte ich noch einmal betonen, dass wir als Politik die Ursache des Problems nicht allein lösen können und werden. Wir brauchen hierzu die Branche und müssen gesetzliche Vorgaben machen, damit wir endlich echte und faire Vertragsbeziehungen etablieren.
Das sollte unser gemeinsames Ziel sein und deshalb unternehmen wir mit dem Agrarmarktstrukturgesetz einen wichtigen Schritt in Richtung Marktwirtschaft. Ich möchte auch noch Danke sagen bei der SPD, die sie hier hervorragend mitgezogen hat und ich hoffe, dass es beim Düngegesetz dann genauso der Fall sein wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank.